Hallo Freunde vom Bier von hier. Jetzt kommt die lang ersehnte Auflösung von dem Urlaubsort, wo ich alleine mit der Familie in Polen an der Ostsee war. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon erraten haben. Es geht um Kolberg. Zumindest ist das die deutsche Bezeichnung des Urlaubsortes. Und ich habe da mal was Spezielles mitgebracht, die ich jetzt, die Flasche hier, die speziell da gebraut wird von einer kleinen Brauerei, die werde ich jetzt mal mit meinem Kumpel Marc hier zusammen testen. Übrigens, da ist der polnische Name drauf, nur so am Rande. Ja, Kolobrzeg. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Ich frage mich manchmal, wie man das mit einem normalen Kehlkopf hinkriegt. Ich glaube, das heißt Kolobzek, aber gut. Kann auch Aber das klingt sein. dann wieder tschechisch, also egal. Ja, wenn es jemand weiß, wie man es ausspricht, dann bitte mit Lautschrift nennt man das, glaube ich, ne, in die Korrekt. Kommentare. Uns geht es ums Bier. Wir testen jetzt mal, wie das Bier schmeckt. Wobei ich zugeben muss, ich habe es schon mal in Polen getrunken. Super, super lecker fand ich es. Jetzt werden wir mal sehen, was unser Experte, der Marc, dazu sagen kann. Ja, nichts noch, habe ich nichts getrunken. Das wird sich gleich ändern, denke ich mal. Also, es ist erstmal ein dunkles Bier. Ja, Wäre jetzt fast von selbst drauf gekommen. muss ich aber dazu sagen, das gibt es auch in der hellen Variante. Da schauen wir mal. Übrigens ist der Leuchtturm, den es in dem einen Video zu sehen gab, auch hier auf dem Etikett zu sehen. Das Wahrzeichen schlechthin hier in Kolberg. So, dann riechen wir mal dran. Genau. Riecht malzbetont. Jetzt sind die Gläser zum Riechen auch ein bisschen unpraktisch, muss man fairerweise dazu sagen, aber wir kriegen jetzt hin. Wieso? Also was ist da? Und weil die Öffnung nicht groß genug ist, um vernünftig riechen zu können, es sei denn, ich würde es jetzt ganz voll machen, dann würde man anders riechen können. Ah, okay. Nur so als Tipp. Egal. Riecht also soweit erstmal malzbetont und dann nehmen wir mal einen Schluck. Joa. Ist also süßlich. Da muss auch ein großer Anteil an Restzucker noch drin sein. Mal gucken, ob irgendwas auf Englisch oder so hinten drauf steht. Nee, steht es nicht. 6% Alkohol. Ja, aber ich finde es sehr lecker. Ja, es ist halt sehr süßig, sehr mastig. Da wird Zucker mit drin sein, behaupte ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen, weil es ähnlich schmeckt wie im Vergleich zu unseren Malzbier-Malztrunk-Videos, wo wir mal einen Vergleich haben. Denn die polnischen Brauereien neigen häufig dazu, einen Schuss Kristallzucker dazuzugeben im letzten Gärprozess, damit die Biere auch diesen süßlicheren Charakter kriegen. Okay. Ist also so eine Eigenart der polnischen Biere. Nicht alle, aber viele haben das. Hier merkt man es also auch. Die dunklen Biere sind ja meistens ein bisschen süßlicher, ein bisschen mastiger, würde man das beschreiben als Geschmack. Das macht sich hier auch sehr bemerkbar. Also diesen sehr, sehr süßlichen Charakter. Mastiger nennt man Ja. das. Also es Okay. ist ein bisschen voller, ein bisschen vollmundiger. Okay. Ne, so kann man es beschreiben. Ist aber nicht schlecht. Nee, finde ich auch. Also, wenn ihr mal dagegen seid, guckt mal, ob ihr diese Flaschen hier findet. Oh, doch, ist ganz leckerer Stoff. Kann man Ja, ganz gut trinken. finde ich auch. Und wie gesagt, ist auch ein schönes Urlaubsziel. Also, viel Spaß, wenn ihr mal da in der Gegend seid.